Servus Leute und willkommen zurück zu Shop by Keep. So, weiter geht's beim 122. Tag. Ja, wir haben im letzten Part zwar das noch weggehaut, glaube ich, wenn Deutsch, aber ich habe dann vergessen zu speichern. Wenn ich mich nicht ganz hirnrissig, weil wir haben da einen Haufen Zeug drinnen, was wir erst einsortieren müssen. Ja, das haben wir im letzten Part schon eigentlich gemacht. Tut mir leid, dass wir das jetzt noch einmal machen, ist aber nicht so tragisch. Bevor wir das aber machen. Scheiße, wir haben die Kohle nicht. Wir haben die Kohle dafür nicht, dass wir den wegschicken. Da haben wir jetzt irgendwann einen Fehler gemacht. Da haben wir nämlich die Bögen hineingehaut. So viel ist es ja nicht. Das ist ja relativ schnell, sagen wir so, erledigt. Die ganzen Waffen und so weiter da reinhauen. Wir haben jetzt gesagt, wir sparen zusammen auf die nächste große Investition, halt auf das nächste Luxusgut. Und das werden wir ganz einfach machen, so nebenbei, und uns keine großartigen Anschaffungen mehr machen, außer Gegenstände, die wir zum Craften einsetzen können, hätte ich vorgehabt. Weil ich glaube, das ist ziemlich eine gute Idee. Und vielleicht müssen wir auch noch einmal kurz nachher... Warte, da haben wir noch ein Fleisch drinnen, das hauen wir gleich drauf noch. Für Landwirtschaft oder sowas einen Bad betreiben oder so. Weil ich habe keine Ahnung mehr, wie viel wir da noch haben, so richtig. So, wir brauchen 3 Steaks für draußen. Den legen wir gleich raus und den können wir gleich mal wegschicken. 680 haben wir schon, dann kommt er gleich einmal to the Sky Island. Oder irgendwo, keine Ahnung. Na, Dragon Claw müsste das jetzt sein. So, 1, 2, 3. Eine kleine Mistkübeltour und dann legen wir schon los, dass wir... Mal schauen, was wir zum Craften brauchen, hätte ich gesagt. Was wir machen könnten, dass wir da auch ein bisschen was auf Vorrat craften. Weil ich glaube, dass, ja, es sind schon Items, die ordentlich Kohle bringen. Und nicht nur irgendwas ist halt. Deswegen sollte man schon das schauen, dass man da ziemlich ab und zu ein paar Mal zumindest im Bad auch das verkaufen können. Leider haben wir die Dragon-Rüstung nicht, halt die Dragon-Gems-Dinger. Und irgendwas wollten wir noch machen. Ich glaube, wir wollten da umtun, weil die Sachen werden eigentlich nicht gekauft. Wir können noch mal nachschauen, aber die werden einfach nicht gekauft. Deswegen ist es fast unnötig, das da drinnen noch zu imprinted haben. Das passt, das wird ab und zu gekauft, aber auch selten. So, unser Krieger ist auch schon wieder da. Den schicken wir gleich wieder weg. Den schicken wir aber jetzt einmal. Ich schicke ihn mal zu Forest Peak, weil ich will jetzt schauen, wo ich die scheiß Gem bekomme. Ah, da war ich schon, die erste Gem. Die Gem können wir gleich einsetzen, für den Krieger die Hose zu bauen. Die Hose, die Dragon-Rüstung, die Dragon-Hose, Dragon-Shoulders, Dragon-Bands, so eine Plattenpanzer und zweimal Solid Bone. Das sollte ja kein Problem sein. 1, 2 und einmal eine Plattenrüstungshose. So, Place Order. Na, falsch. Da zuerst. Dann da und dann haben wir diese Hose. Wieso haben wir jetzt 2 Hosen? Received. Habe ich 2 bestellt? Kann das sein, dass ich 2 bestellt habe? Naja. Oder ich habe noch eine gehabt, was war das, die, was er. Das könnte die gewesen sein, auch die er bekommen hat, sozusagen jetzt bei der letzten Reise. Ja, die müssen wir auch noch imprinten. Nein, Stammbild. Shit. Komm. Okay, hat funktioniert noch. So, die müssen wir nämlich auch noch imprinten. Und die werden wir... So, wir werden... Ich weiß nicht, da brauchen wir nicht so viel, oder? Brauchen wir da... Machen wir trotzdem 8 Stück? Ja, machen wir 8 Stück, es ist eh egal. Wir müssen eh noch schauen... Sorry, jetzt weiß ich auch, was wir machen wollten. Wir wollten drüben eigentlich Tische aufstellen, aber da hätten wir eh nicht die Kohle gehabt. So, du bekommst diese Hose hier. Und bist du mit der Stärkste der Stärksten? Ich glaube, mehr was Besseres gibt es nicht. Aber trotzdem zu Dragon nochmal schicken. Und schauen mal, was er so bringt. So, das haben wir. Das Buch. Schauen wir es mal hinein. Das bringt Mühe, das ist nicht schlecht. So, da kommt jetzt die Hose wieder hinein. Und du gehst in den V-Stock-Modus. Du bekommst die 2 Sachen und gehst auch in den V-Stock-Modus.
So, wir könnten eigentlich versuchen, jetzt nach unserem Krieger mal zum letzten Gebiet zu schicken. Dauert zwar 5 Minuten, weil ich glaube nicht, dass es noch eine stärkere Waffe jetzt wirklich geben kann. Das haben wir gecraftet, das haben wir schon gecraftet. Ah, bei den Waffen. Dragonbone Sword. Könnte noch möglich sein, dass das stärker ist. Da brauchen wir aber wieder einen Dragon Gem. Ja, wir werden das noch craften und dann werden wir es zum hinwegschicken. Auf die große Reise. So, ganz kurz einmal da durchfegen. Keine Ahnung, ob wir es machen müssen. Ah, schaut nicht so. Schaut nicht danach aus. So gut, dann machen wir kurz eine Miskribbeltour und eine Kistentour. Nebenbei schön Geld verdienen. Und sobald unser Krieger wieder zurück ist, schickt man nach zu Dragon Claw, Dingsbums, Dragon, Dingsbums, irgendwas. Weil wir schätzen, dass das der beste Ort ist, um die Gems zu bekommen. Wir müssten uns wirklich mal anschauen, was man im letzten Ding bekommen kann noch. So. Du gehst zu Dragon Cave, zum Cave-Dingsbums, irgendwas. So. Das kommt da hinein. Das Sword hebe ich mir gleich auf. Das Steak haben wir da drauf. Den Heiltrank haben wir da rein und das haben wir auch rein. So, das Sword brauche ich, dann brauche ich zwei Bones. Was war noch dabei? Was brauchen wir noch? Wir haben ein Flaming Sword, ein Enchanted Flaming Sword, zwei Bones und eine Gem. Gut. So, wir nehmen aber die Bones in die Hand, wenn wir da kurz auf Misskultur gehen. Ich weiß, ich mache schon wieder meine kleine Quest so nebenbei für die Punkte. Aber wir haben wirklich über 1200 jetzt schon, deswegen ist mir das jetzt nicht so viel wert. Und ich nehme jetzt nur den einen Bart auf, weil ich diesen noch benötige für Montag. Nämlich, Montag werde ich ein bisschen schlafen müssen. Die, die am Wochenende online waren bei mir im Kanal, haben es mitbekommen. Ich werde nachher noch, ich bin jetzt, es ist gerade Freitag, irgendwas, keine Ahnung, 15 Uhr herum. Ich werde jetzt mich nachher 2, 3 Stunden ins Bett legen, ein bisschen schlafen und somit nachher schön einen kleinen 48-Stunden-Stream starten. Ich hoffe dieses Mal, dass ich ihn schaffe, weil es ist halt jetzt wirklich hardcore mit dem, dass ich da einfach nicht, ja, das richtig geplant wieder habe. Ich habe schon mal so einen nicht geplanten 48er gehabt, aber das war halt, das war wirklich damals schon, das war, naja, wie soll ich sagen? Es war hardcore. Es war wirklich relativ hardcore, halt. Ich habe das eigentlich nicht mit der Zeit so richtig, aber ja. Man probiert es wieder und wieder und vergisst jedes Mal wieder auf dasselbe Scheiß, dass man das eigentlich nicht machen sollte, sozusagen ohne Vorbereitung das richtig zu machen. Aber man macht es dann immer wieder, weil man halt seine Versprechen auch ein bisschen, die man so in Streams und so weiter und in Let's Plays und so weiter immer gibt, probiert so gut wie möglich einzuhalten. Auch wenn sie, wenn man sich dann manchmal denkt, du bist schon dämlich eigentlich, was man da macht. Aber solange es gefeiert wird und solange es gemocht wird, bin ich immer dazu bereit, solche zu so Schandtaten zu machen. So, wir brauchen so eine verdammte Gem. Wir brauchen so eine verdammte Gem. Das gibt's ja nicht. So, da haben wir für überall was. So, da vorne haben wir gleich auch was gehabt, oder? Ja, die. Achso, wir haben schon drei Flaming Swords. 24.000 schon wieder. Obwohl wir am Anfang des Partys ja einiges ausgegeben haben, ja. Wie schaut es in unserem Pickup-Dings aus? Bist du, der da auch schon wieder Zeug? Das Goldschild wollte keiner. Und ich wollte jetzt nachher mal die Preise auch erhöhen auf 200% oder so. Zumindest später. Ich glaube, das erste, was wir machen sollten, wären die Tische. Die Tische sind wirklich die meisten. Tische und Regale. Obwohl die Tische die hochwertigeren Dinge einfach haben, die Regale nicht so hochwertiger. Die Helme sind auch ziemlich heftig. Da müssen wir eh noch eine zweite Reihe nachher da irgendwo einziehen. Und vielleicht noch eine Waffenständerreihe oder so irgendwie. So, warte, da müssen wir uns erst nachschauen. Wieder keine Gem. Bitte, wir brauchen diese verdammte Gem.
Also wir haben jetzt, ich schätze, dass wir in dem Bad noch, ja, die 20.000 sollten wir schon noch voll machen. Und somit haben wir dann wieder 50, über 50.000, schätze ich, gemacht. Solange keine Barbarenangriffe kommen, geht, na, der wollte gerade nicht entleeren, geht das ja auch ziemlich gut. Die Books, die Nature Spell Books, die werden verkauft. Die werden wir auch wieder ausstellen, wenn wir welche finden. Die haben wir nicht in den Schredder hinein. Dürfen wir, müssen wir uns merken, unbedingt. Ihr seht jetzt links sozusagen, ich schaue mir jetzt gerade links ein bisschen was aufpoppt immer. Ein bisschen genauer an. Weil das eigentlich sozusagen ja das Tragbare ist. Mit dem können wir eigentlich sozusagen nur rechnen, dass wir das bekommen. So, unser Krieger sollte eigentlich gleich wieder zurück sein. Irgendwas wollte ich da jetzt noch da hinten machen gerade. Keine Ahnung. Wieder nichts. So, Dragon Claw, bitte. Bitte, 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 bitte. Wir brauchen einfach so ein verdammtes Ding. Kurz mal schauen da. Mit Hammer. 75. Hey, 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 hey. Oh, tut mir aber leid. Habe ich dich töten müssen? Hast du mir nur Schultern geklaut, die du eh schon gehabt hast? Deswegen eigentlich ziemlich wertlos gewesen. So, wir könnten aber trotzdem das da ausleeren. Bringen wir ihm geschwind hinüber noch. Sozusagen unseren kleinen da. So, das, 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 das. Schilder kommen woanders hin, das haben wir dann auch, das haben wir da, 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 da. Schulter. Schaut gut aus. Unser Krieger ist zurück. Wieder keine Jam. Dann ab zu Dragon Claw Cave. So, das haben wir da schon. Nehmen wir das gleich auf. Ich hau jetzt mal alle 10 hinein, weil den schickt man sowieso in dem Bad nicht mehr weg. Unseren Krieger, wenn, dann produzieren wir ihm nur das Zeug. So, das kommt da hinein, das kommt hinein. Die meisten Waffen kommen dort unten hinein. Na, wieso jetzt? Jetzt, wo wir noch 10.000 machen könnten. Wollt ihr mich verarschen? Da ist noch einer. So, und ich hoffe, dass ich keinen anderen erwische von meinen, weil das kostet immer so viel Kohle. Und ich hoffe, dass ich die relativ schnell da jetzt habe. Kommt's darüber. So, wegräumen den Scheiß gleich. 3 Minuten noch Kunden anlocken. So, gehen wir gleich eine kleine Runde. Obwohl, unser Krieger ist gerade da, den könnten wir gleich nochmal wegschicken. Die 10.000 werden jetzt knapp durch den scheiß Barbarenangriff. Halt, der Barbarenangriff kostet schon immer einen Haufen Kohle. Weil sonst hätte ich klar gesagt, die 10.000, halt sozusagen auf 50.000 wäre sich mit. Nicht leicht, aber es wäre sich schon ausgegangen. Halt, auf das hätte ich schon geschätzt gehabt, dass ich die mache. So. Ich könnte natürlich die jedes Mal ja auch ins. Zum Schredder ziehen, aber das war mal. Ist mir zu viel Aufwand. Wir brauchen eh noch 11 Verbahn, halt, das waren jetzt da 2, 3 drüben. Bedeutet auch einiges. So, da haben wir wieder was. Unseren kleinen Krieger wieder wegschicken. Außer deine Gem mitgenommen. Nein, dann kommst du gleich nochmal weg. So. Tack, tack, tack. Da kommt nur eines, da kommen die 3 Stück. Da kommen die 2 Stück. Dann kommst du zu mir da. Na, du kriegst gar nichts. Du kriegst noch die, die und die. Und dann bekommt der Schredder einmal ein schönes Goldding. Da können wir eigentlich eh noch warten, noch ein bisschen. Gut. Der Knochenhammer, der könnte zwar schon wieder 2 Stück in den Wiestock. Schauen wir mal. Ich glaube, der ist schon wieder falsch gewesen. Der steht wieder nicht da auf dem Tiefzepper. Ab und zu müssen wir wirklich auf unsere Bots ein bisschen schauen. Der steht auf Item Pickup, bitte. Und der steht auf Restock. Ich glaube, da war gerade ein bisschen fehlerhaft. Die haben nicht schön aufgesteckt.
Da liegt auch schon wieder ein Schwert, nämlich. Da liegt auch ein Schwert. So, der ist auch wieder zurück. Du hast wieder keine bekommen, du kleiner Hund. Ich brauche diese verdammte. Diese Liebe, natürlich. Diese ganz liebe, schöne Gem. Ich weiß nicht, wo wir die Gem vielleicht besser bekommen könnten. So. Schauen wir ganz kurz da hinein in dem Menü. 2200 K-Points, das ist so unglaublich. Und wir kriegen ja pro Level auch eines. Natürlich könnten wir uns da jetzt um 10.000, das hat wenig kommen. Ja, du kannst dir um 10.000 die K-Points kaufen. Sag ich so, ja, genau. Kauft man sich 4 K-Points schneller mal um 10.000? Nein, sicher nicht. Aber was wir machen werden ist, wenn wir da, wir werden uns eine Goldrüstung einmal craften, die wir bei uns hinten ins Lager legen und schauen, wenn sobald da ein Goldquest drinnen ist, den machen, weil diese, soweit ich weiß, hier nach eine Statue bringt und dann zusätzlich noch irgendeinen Wert. Das Regal schaut da ziemlich voll aus. Stimmt, eines wollte ich auch noch schauen, die ganze Zeit schon. So, kurz den wegräumen. Zack. Nämlich, ich will nämlich schauen, warte mal, haben wir da eine Gem? Nöp, dann schickt man dich gleich nochmal weg. Dragon Claw Cave. Die Minute warten wir auf jeden Fall noch, bis der zurück ist. Ich wollte schauen, wie viel Zeug der noch von der Landwirtschaft drin hat. 72, 227. Und, wo sind die Pilze? 300. Das bedeutet eigentlich relativ viel noch. Außer von den Kräutern. Sind es halt nicht mehr so viel, aber ja. Ich glaube, die Kräuter sind das geringste Ding. So. Da können wir ein Schwert hineingeben. Zack, zack, zack. Das war das, das war das. Das ist gut. Da können wir ein paar Bones hineingeben, weil ich brauche ja nur zwei Stück. Wie schaut es mit unseren Steaks aus? Die Steaks sind auch schon wieder fertig. Die haben wir auch noch da drüben rein. Und wir haben trotzdem die 50.000 geschafft. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, muss ich ehrlich sagen. Wir warten jetzt noch ganz kurz so, puh, mach mal eine kleine Mistkübeltour noch zum Abschluss des Bartes. Nämlich der Krieger ist noch nicht zurück. Und der sollte eigentlich in den nächsten Sekunden, ich schätze, wenn der, ja genau, wenn das Shop saved, ist der Krieger auch da. Hat ein bisschen gehangen gerade, aber machen wir trotzdem die Runde fertig hier auf jeden Fall. Und ich save dann noch mit der Hand. Vielleicht hat er ja noch die Gem bekommen jetzt beim letzten, bei der Last One, beim letzten Durchgang. Ich vermute es zwar nicht, aber mal schauen. So, kurz zu ihm hintere gehen. Nein, hat er nicht bekommen. Und ich würde zeigen, wir sehen uns hiermit im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht bei Shopee. Bis dann, tschüss.